Jump up and down, move all around and shake. Jump up, beat to the ground. Willkommen! Wenn du Sport magst, bist du hier genau richtig. Bring deinen Schläger mit. Das sieht gut aus. Legen wir los. Du bist ein Ass an der Platte. Denk dran, unter Druck spielst du einmalig. Ein Profi wie du schafft das. 30, Zeitbild. Du hast ja richtig Feuer! Zeitbonus! 40! Du hast schon Schwierigeres erlebt! Zeitbonus! 50! Zeitbonus! 60! So gut hast du noch nie gespielt. Zehn. Wir sind wirklich beeindruckt. Zeitbonus. 20. Zeitbonus. Machst du heimlich gut? Zeitbonus. Du hast trainiert, Zeitbonus. Zeitbonus. Du schlägst dich toll. 40. Zeitbonus. Zeitbonus. Du spielst einfach toll. 50. Zeitbonus. Für dich wird dieses Spiel richtig spannend. Zeitbonus. 60. Du spielst heute wie aus dem Lehrbuch. 70. Zeitbonus. Zeitbonus. Na los, 80. Weiter so. Zeitbonus. Zeitbonus. 90. Zeitbonus. Glaube an dich selbst. 100. We'll be right back.
Das ist dein bislang bestes Spiel. Zeitbonus. Das schaffst du doch mit links. Zeitbonus. 20. Zeitbonus. Du zeigst heute beeindruckende Aktionen. Zeitbonus. Du spielst heute hervorragend. 30. Zeitbonus. Dein Spiel ist hypnotisierend. Zeitbonus. 40. Zeitbonus. Genau das wollten wir von dir sehen. Weiter so. 50. Zeitbonus. Du schlägst dich voll. Zeitbonus. 60. Was für eine Technik. Zeitbonus. Brillant. Du bist 70. Brillant. Zeitbonus. Das Spiel wird immer besser. 80. Zeitbonus. Ich möchte gegen dich nicht antreten. 90. Zeitbonus. Zeitbonus. Nur die Ruhe, du kannst es schaffen. 100. Keine Sorge, du schaffst das. Wir sind bereit. Los geht's! Füße! Füße! Hände! Füße! Hände! Hände! Füße! Kopf! Hände! Füße! Füße! Kopf! Füße! 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 Hundertprozentige Perfektion. Füße. Füße. Kopf. Hände. Hände. Kopf. Füße. 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 Hände. Füße. Wir haben aufgepasst da draußen. Hände. 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 Füße. Außer dir schafft so etwas niemand.
aufstellen und umhauen. Jetzt wird's ernst. Viel Glück. Ich gebe ab an unseren Bowling-Spezialisten. Hier hat gerade ein sehr vielversprechendes Match begonnen. Einen Blick auf die Ergebnisse. Weiter mit Frame 3. Strike! Da hat jemand heimlich geübt. Werfen wir einen Blick aufs Ergebnis. Sich das alles aufs Ergebnis aus. Oh yeah! Viel gibt's nicht abzuräumen. Egal. So einfach geht man die Führung nicht auf. Zeit für den 5. Frame. Nein. Vielleicht wird das noch mal eng. Vielleicht noch ein Spare. Oh, diesmal hat es nicht geklappt. Hier sind die Ergebnisse. Wow, wirklich sehr interessant. Zeit auf der Bahn. Hier kommt schon Frame 6. Ja! Strike! Ein toller Strike. Zeit für einen Blick auf die Ergebnisse. Zeit für den 7. Frame. Werfen wir einen Blick aufs Ergebnis.
bereits der 8. Frame. Alter, kannst du mehr als sie? Strike! Dieser Bowler hat es wirklich drauf. Wie wirkt sich das alles aufs Ergebnis? Ich darf nicht gegen einen Fuß. Weiter mit Frame 9. Überall auf dem Fuß. Das schaffe ich. Ein Doppel. Hier wird mächtig abgeräumt. Zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Mach dich bereit! Los geht's! Packende Leichtathletik erwartet uns jetzt im Flammenstadion. Champion wird. Hoffentlich ich. Jetzt folgt das 100-Meter-Finale. Man kann die Anspannung spüren. Knieling, Knie ölen. Wenn das Rennen beginnt, renne auf der Stelle. Boah, ein Tutorial. Hey, was soll das? Bleib auf deiner Bahn. Weg da! Weg da! Sie alle sind Weltklasse-Athleten, aber es kann nur noch einen Sieger geben. Was soll das? Auf die Plätze. Ein wunderschöner Start in den Wettkampf.
Ein entschlossener Athlet, der um eine Medaille kämpfen wird. Ja. Für die letzten 10 Meter sieht es gut aus. Glückwunsch an den neuen Weltrekordhalter. Juhu. Die Ergebnisse des letzten Wettkampfs sind ziemlich interessant. Mit diesen Ergebnissen konnte man nun wirklich nicht rechnen. Okay, jetzt sind alle Augen auf den Wettkampf im Speerwerfen gerichtet. Der erste Wurf ist häufig der wichtigste. Die 70-Meter-Marke liegt hinter dem Speer und er fliegt weiter. Wow, was für ein Wurf! Die Ergebnisse des letzten Wettkampfs liegen vor und das ist der aktuelle Stand. Dieser Wurf muss einfach perfekt werden. Ein flotter Anlauf. Nur ein kleiner Rückschlag. Ein schneller Blick auf die Ergebnisse dieses Wettkampfs. Fast wie erwartet. Hier sind die Ergebnisse des letzten Wettkampfs. Mal sehen. Ganz schön knapp. Hier ist ein kleiner Vorsprung erkennbar, aber das Rennen bleibt dennoch knapp. Ob bei diesem Weitsprung-Wettkampf Rekorde gebrochen werden? Volle Konzentration. Erst im Geiste, dann mit dem Körper. So lautet der Plan. Schnell wie der Wind. Okay, Sprung zählt nicht. Beim nächsten Mal noch besser. Mal sehen, wie sich die Ergebnisse des letzten Wettkampfs auswirken. Nochmal. Das muss ich besser machen. Der zweite Sprung. Und er kann nur besser werden. Ich bin auf den Zeh gesprungen. Okay, sehen wir uns die Ergebnisse des letzten Wettkampfs an. Alter! Gibt's ja gar nicht! Hallo! Ein blitzschneller Start! Klasse gestartet! Nächstes Wettkampf! Toller Sprung und den ersten Platz wert. Jo, perfekt. So sieht es im Moment aus, aber das kann sich jederzeit ändern. Vielen Dank fürs Einschalten zum Diskuswerfen. Ein guter Wurf zu Beginn ist wichtig. Bei so einem Wurf gibt es keine Minuten für Beschwerden. Kurz, ey. Ich weiß nie, wie ich ihn werfen muss. Die Ergebnisse des letzten Wettkampfs sind da. Oh, Mann. Ja, oh, Mann. In dieser Phase des Wettkampfs ist Versagen keine Option. Ernsthaft? Ein ungültiger Wurf. Das ist alles andere. Oh. Die Ergebnisse für nicht den letzten Ernst. Wettkampf liegen vor. Interessant. Ey, Distance-Surfen ist die Antwort. Der Countdown für den letzten Wurf läuft. Unglaublich spannend. Das nenne ich schnell. Der Weltrekord wurde gebrochen. Weltrekord. Ernsthaft. Alter.
Mit diesem Wurf landet der Athlet auf dem ersten Platz. Na, das hoffe ich doch. Werfen wir einen Blick auf die Punktzahlen. Da, sieh mal an. Hürdenlauf. Jetzt sind die Hürden dran und die Spannung an der Strecke ist förmlich greifbar. Nichts. Okay. Körper und Geist in perfekter Harmonie. Hier werden Weltrekorde gebrochen. Ja. Auf die Plätze. Fehlerfrei aus den Startlöchern gekommen. Mit Vollgas in Richtung einer Medaille. Für die letzten 10 Meter sieht es gut aus. Klasse! Der Rekord ist Geschichte! Und jetzt zu den Ergebnissen des letzten Wettkampfs. Sport tut gut. Willkommen im Lotus Park. Wir haben unseren Fachmann vor Ort. Die Stimmung am Spielfeldrand ist bereits großartig und wir können uns auf ein tolles Spiel freuen. Oh yeah. ODST-Truppe im Fußballteam. Alter Avatar. Der Schiri pfeift das Spiel an und es dürfte spannend werden. Hervorragende Verteidigung. Wieder ein guter Schuss. Mann! Ein fieser Zweikampf. Jetzt geht's zum Elfmeter. Sie sehen ziemlich nervös aus. Der Ball war hinter der Linie. Schönes Spiel. Damit kommen sie nicht durch. Ja, der Schiedsrichter hat einen Freistoß gepfiffen. Ein weiter Schuss vom Torwart. So sollte FIFA sein. Jetzt aber! So sollte die FIFA-Spieler sein. Technik-Steuerung. So macht das mehr Spaß. FIFA 2020. Ein schöner Pass. Schuss. Eine Torschance. Ah, Latte. Schöner Fußball. Schick ihn rüber. Sie können das Tor nehmen.
Komm schon! Tor! Großartig! Oh. Es gibt Einwurf. Mist. Perfekte Gelegenheit für einen Kopfball. Oh nein! Was für eine Chance! Ein fieser Zweikampf. Alle Augen auf dem Stürmer bei diesem Elfmeter. Der Spieler hat keine Chance. Schick. Was für eine Gelegenheit. Ja! Ich habe den Ball nicht mal gesehen. Alter, das war gedauert. Alter! Gut gespielt. Ein schludriger Pass. Der Schiri sieht auf die Uhr. Es kann nicht mehr viel Zeit übrig sein. Sie nutzen den Raum gut. Ja. Und direkt vor die Füße. Lassen dem Gegner keinen Raum. Guter Pass. Schie! Sie haben ein Gegner herausgeholt. Ihr könnt gerne was im Chat schreiben, wenn ihr wollt. Das war's. Der Schiri pfeift das Spiel ab. Das war heute wirklich ein eindeutiges Spiel. Die bessere Mannschaft hat gewonnen. Zeit für Tischtennis. Profi. Viel Spaß bei der Partie. Willkommen in der Topspin-Arena, wo Tischtennis zelebriert wird. Auf dieses Spiel haben wir gewartet. Jetzt gilt's. Aufschlag!
Was für ein Schlag! 0-1. Das hole ich noch aus. Ich darf dir keinen Schmetter bei mir. Wow! Unglaublicher Topspin! Hast du schon mal beide. So muss das. Aufschlagwechsel. Zeit für Aufschlagwechsel. Uh-oh. Und jetzt nein. Angreifen. Verdammt. Eins, ich zwei. Ich bin wieder nach rechts. Ich kann manchmal Schmetterball nehmen, als zu halten oder zu kontern. Und Schmetterball! Das wäre ein Schmetterschlag! Das ist ein unglaublicher Ballwechsel! So, jetzt noch einer und zwei Schlag. Sehr schöne Vorhand. Nein! Zwei, vier. Er hat nicht geschlagen. Nein! Der Ball ist noch nicht. Nein! Blöd! Zuschauer sind eindeutig zufrieden. Jetzt habe ich ihn. Oh, ja! Das Netz erwischt. Aufschlagnetz. Konzentration auf den Ball. Nein! Sechs. Foul. Blödes Aus! Aus! Mann! Erstklassige Vorhand. Das geht doch nicht klar! Alter! Ich muss besser werden. Die Zuschauer sind aus dem Häuschen. Danke! Foul. Aha, wir müssen selbst was machen. Gelegenheit zum Schmetterball. Oh, was ein Schlag! Vier. Alter! Aufschlagwechsel. Sie darf nicht gewinnen. Wir haben ihn immer in die Ecke hier. Das ist ein Spinball. Hier ist Reaktion gefragt. Toller Rückhandschlag. 4, 9. Schöner Vorhandschlag. Unglaublich schnell diese Bälle. Oh, was für eine Rückhand. Foul. Ja. Der Ball ist weit über die Platte hinaus. Fuck dich. Ausschlagwechsel. Das bedeutet Aufschlagwechsel. Ja, los, mach ihn aus, komm. Bam. Dieser Schlag hat er echt Power. Ja. Der entscheidende Punkt. Mist, ich muss aufholen. Der Back
Backspin haut mich um. Wow. Netz getroffen. Nein! Was für ein schneller, kraftvoller Ballwechsel. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Schmetterball! Ja! Alter! Jetzt geht's um Punkte, Alter! Wie soll ich das überstehen, Alter? Das geht nicht! Wow, das war knapp! Mit Topspin gekontert! Der wird geschmettert! Da hat ordentlich was hintergesessen! Die Action nimmt hier kein Ende. Ja! Nein! Danke fürs Aus. Danke. Aufschlagwechsel. Aufschlag für die andere Seite. Danke. Matchball. Ich kann nicht mehr. Da war das Netz im Weg. Schneller Ball weg. Nein! Spiele wie dieses erheben den Sport zur Kunst. Freu dich nicht so früh. Anna, freu dich nicht so früh, Anna. Wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, wirst du verlieren. Anna. Schon. Hi, Christ. Wir sind in der Tornado-Halle unserer tollen Boxarena. Okay, deshalb bist du gekommen. Mach dich bereit. Die beiden liefern sich einen spannenden Kampf. Kannst du auch das Video liken? Wenn nicht, ah, hast schon, danke. Oder? Weil ich habe jetzt zwei Likes auf dem Video. Na, komm schon. Box, fight, komm schon. Jetzt geht's zur Sache. Gute Kombination. Die hat ihr Ziel voll erwischt. Sehr solide Abwehr. Könnte man sich gut Geld von dem Boxer leihen. Heute sehen wir ein paar tolle Kombinationen. Eine super Gerade. Wow. Ah, verdammt nochmal. Ein. Warte. Wie der sprichwörtliche Phönix aus der Asche. Eine wirklich starke Gerade. Und der Gegner muss einen weiteren Körper zerstören. Wow. Diese Kombination, da sieht jemand mitgenommen aus. Eins, zwei, der Boxer ist nach dem Knockdown noch etwas wackelig. Wirklich brillant abgewehrt. Ein verheerender Treffer, ich mache mir wirklich Sorgen an den Kombinationen. Nichts zu meckern. Der Kopftreffer hat es in sich. Eine Gerade geht direkt ins Ziel. An so ein Jetzt sehe ich die Hände. Zwei, drei. Der Boxer steht wieder, aber für wie lange? Diese Rechte kam aus dem Nichts. Unglaublich präziser Körpertreffer.
Eine unglaublich starke Abwehr. Das ist ein ziemlich einseitiger Schuss. Eine Gerade trifft ins Schwarze. Hoffentlich ist der Schädel noch heil. Geht doch nicht klar, Alter. Nein! Es ist vorbei. Verdammt, nochmal. Sehen wir uns die Highlights nochmal an. Alter. Ich fände alle Spiele davor. Haben die schon ausgenommen. Den Ausgang dieses Kampfes haben wir wohl alle vorhergesagt. Josh. Ja, Georg. Georg, echt Josh. Wollt ihr Tischtennis sehen oder Tennis oder Golf oder Baseball? Ihr habt die Wahl, was ich noch spielen soll. Schreibt es einfach in den Top-Tipp, was ich jetzt spielen soll. Ob Baseball, Golf, Tennis oder Ampeltennis, Bowling. Irgendwas. Was soll ich spielen? Wisst, was soll ich spielen? Was würdest du sehen wollen? Golf oder Ampeltennis oder normales Tennis? Baseball oder Bowling? Irgendwas.
Ahnung. Was gibt denn hier nach Finster Hex? Klatschen ohne Arm auf dem Ballon. Noch irgendwas gehen. Eine Welle geht nicht. Bin ich K.O. Willkommen zu Kinect Sport Season 2. Auf geht's! Die Spiele sind eröffnet. Ein Darts-Spektakel. Sportzeit. Keine Angst, ich bin hier, wenn du zurückkommst. Okay. Meine Damen und Herren, willkommen zurück in der 180 Arena. Spielen wir Darts. Beginnen wir mit dem ersten Spiel. Null. Ich hab gar nicht mal angefangen. Sensor. Nee, komm schon. Der Sensor ist ein bisschen überempfindlich. 50. 25. 75. Mal sehen, was dieser klasse Spieler zeigt. Hol. 20. 60. 20. Wir scheinen alle ihren Spaß zu haben. Zum Finish reicht es noch nicht.
Weiter geht's. 50. 50. 25. 125. Die Pfeile müssen die hohen Zahlen treffen. 60. 60. Das Publikum will richtig feiern. Jetzt heißt es viele Punkte holen, um dran zu bleiben. 50. 50. 25. Mach immer 125. Jetzt geht's um eine hohe Punktzahl. 20. 20. Das Ergebnis ist enttäuschend. Treffer mit hoher Punktzahl wären schön. 50. Nein. Komm schon, 150. 50. Ja! Ein gutes Ergebnis bei diesen drei Pfeilen. 20. 20. 1. Damit ist der Spieler sicher nicht zufrieden. 26. Dieser Pfeil kann das Spiel entscheiden. Ja! Absolut kein Problem. Der Spieler hat das Publikum in der Hand. Haben wir nach diesem Spiel einen Sieger? 20. 20. 20. Viele Fans sind hier und wollen, dass ihr Spieler siegt. 50 gehen. Nein, das wird nichts. Nein. 25. Mist. 12. 25. 62. Kein Finish bei diesem Wurf. Einfach Punkte sammeln. Meine Haare, Alter. Die gehen ja mal gar nicht. 20. 20. Diese Fans sind wirklich die treuesten. Jetzt müssen die Punkte runtergezählt werden. 50. Ganz ruhig. Nein. 25. Oh, nee. Es geht darum, möglichst hohe Zahlen zu treffen. 20. 60. 20. Die Fans wollen natürlich einen Sieg sehen. Mal sehen, was dieser klasse Spieler zeigt. Sie müssen auf meinen Avatar achten. Fünfundzwanzig. 50. 25. 100. Jetzt müssen die hohen Zahlen getroffen werden. 20. 5. 20. Sieht nicht glücklich aus. Die Pfeile müssen die hohen Zahlen treffen. 25. 25. 50. 100. Zum Finish reicht es noch nicht. Weiter geht's. 20. 1.
Man sieht, dass ihm das gefällt. Jetzt heißt es, viele Punkte holen, um dran zu bleiben. Weil ich so von der Seite gucke. 50. Ist das geil, Alter. 25. 20. Ist das geil, wenn ich von der Seite gucke, bin er sich gestört. 155. Drei Pfeile. Ein Finish. Es geht los. Die Zuschauer lieben sowas. 64. Bringt dieser Wurf den Sieg? Wenn er mal aufhören würde, so zu wackeln. 48. Ja! Da gibt es keine zwei Meinungen. Absolut verdient. Es war ein tolles Match. Hoffentlich wird es beim nächsten Mal wieder so.